Zukunft zu retten, muss man in die Gegenwart zurückkehren. Spock, Sie sprechen vom Ende jeglichen Lebens auf der Erde. Wir werden jetzt gleich einen Zeitsprung versuchen. Mr. Sulu, bringen Sie uns nach Hause. Sie machten sich auf einen Weg, den Männer aus dem 23. Jahrhundert noch nie gewagt hatten. In eine wilde und verrückte Zeit. Nach dem Verschmutzungsgrad der Atmosphäre zu urteilen, müssten wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angekommen sein. Sternzeit 1986. San Francisco. Unsere eigene Welt wartet auf Rettung. Sie haben 24 Stunden Zeit. Der Landeplatz genau einprägen. Geht auseinander. Um ihre Mission zu beenden. Ihr steht da wie bei einer Parade. Wir beamen heute Nacht hinein, holen die Photonen und beamen wieder raus. Seien Sie bitte alle sehr vorsichtig. Ohne entdeckt zu werden. Wir haben einen Spion entdeckt. Hören Sie, wer sind Sie eigentlich? Es ist nicht leicht, unsere Situation zu verstehen. Das kann man wohl sagen. Wir begegnen hier einer primitiven und verrückten Kultur. Was meint er damit? Nur passend. Viele Sitten und Gebräuche werden uns komisch vorkommen. Wir sind bereit zum Ausbeamen. Die Energie von meinem Transporter ist fast auf Minimum. Ich kann euch nur eins von hierher beamen. Sie kommen aus einer anderen Welt? Nein, ich bin aus Iowa und ich bin im Weltraum beschäftigt. Wir tun hier unsere Arbeit. Stehen bleiben. Chekhov, können Sie mich hören? Bleibt stehen! Ich hab sie verloren. Wer sind Sie? Admiral Clark! Ich will mitkommen. Wir reisen ohne Stopp ins 23. Jahrhundert. Haben volle Energie, Sir. Schutzschirm auf Maximum. Ganz ruhig. Halten Sie sich fest, Mädchen. Schaffen wir Sprunggeschwindigkeit? Das ist alles, was ich Ihnen geben kann. Warp 9. Spock, jetzt! Zurück in die Gegenwart.